Liebe Sims 4 Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge, wo wir hier mit unserem Lorenzo wieder nach Hause düsen. War ja nicht so prickelnd hier der Aufenthalt, haben wir ja gesehen. Mit der Toilette hier und mit den stinkenden Leuten. Ah, ich glaube, das ist nicht so ganz Lorenzo seins. Deswegen würde ich mal sagen, wir düsen wieder nach Hause. So, mitnehmen, tun wir jemanden mitnehmen. Nö, na. Was mich wundert, ist echt, wo die Alexa steckt hier. Die haben wir echt schon ewig nicht mehr gesehen. Können wir sie eigentlich einladen, oder? Ich meine, Sandy kommt jetzt so mit ihr nicht gut aus, aber ja, es ist halt so, ne? Kommt ja nicht jeder mit jedem gut aus. Wäre ja auch schlimm, wenn. Kannst du dich mal wieder so ein bisschen hier mit ihr unterhalten, hast du lange nicht mehr gesehen. Und oh, Sandy geht ab. Jawohl. Schwing die Hüften, Baby. Da gibt's aber für dich jetzt was anderes vor. Wie war das jetzt hier mit Programmieren? Freiberufliche Arbeit beginnen. Ich suche jemanden, der einen Blog über meine Katze schreibt. Ja, schreib einfach mal den Blog. Du machst das schon. Oh, Shaka Poor. Snubara. Dubna Timfi. Watanini Chaff. Essenoi. Florib. Finalibo. Yarba. Yip, yip, yip. Sagu, sagu. Hogan. Richtig gern. Golarga Finosa. Er wusste nicht, die eifersüchtig sein hier. Die gute Sandy. Sie braucht aber auch recht lange für die Arbeiten, ne? Ich meine, das passt ja alles. Sie hat jetzt. Der Hunger passt noch und. Geht sie wieder ab. Das gibt's ja nicht. Sieht aus, als ob die chattet. Sollst du nebenbei chatten, Madame? Was, bist du schwanger? Lorenzo war es nicht. Er zahlt nicht. Oh, sieht auch so richtig, richtig betrübt aus. Oh nein, sie weint fast. Ich glaube, die hat Hunger. Oh Gott. Ich glaube, sie hat Hunger. Shabini, Woonfix Shaima. Komm doch rein, genau. Ich glaube, die traut sich nicht hier wegen der Sandy, oder? Jetzt holt sich was zu essen. Oh. Yenabi! Stinkt irgendwas? So, so. Oh, ja, das wird auch ein Mosey Grosch? Clever Day, Boris. Fenaya! Leschka! Müll lernen, ja, das machst du gut. Was ist die Koketten? Oh na, da wird sie dann kokett. Oh Gott. Oh Jesus. Was ist denn das da eigentlich? Nicht hier hingehen. Ach ja, das war. Skibabora! Ja, komm doch auf. Jasper. Achso, Teile plündern. Und dann kannst du wegwerfen. Was plündert denn der da eigentlich? Okay, ich schmeiß mal weg. Dann wird das Essen ausräumen. Du musst eh bald zur Arbeit. Ist aber soweit okay, Energie ist noch da. Kommen vielleicht dann doch mal so langsam auf den grünen Zweig, die zwei. Oh, Bemäuse, Fene. Oh, die braucht ja ewig für ihre Arbeit. Oh, in a web. Yasinar Bippet. Shazel. Zarf Samzo. Quink. Quink. Aber.
wobei sie ja auch langsam Hunger bekommt, aber sie sollte erstmal eigentlich ihre Arbeit fertig machen. Ich meine, sie hat ja heute nur einen Salat gegessen, das ist ja nicht gerade viel. Ribaza. Shanice Abimo, Finn Bayanifeb, Lamina Galpa, Vibiteb, Skizna, Trangella Longi, Panay Vima, Nurchel Kerenzi, Promanib, Zigara Quinovo, who's like Bema, Payun. So, so. Denkt ihr an Techtelmech, auch nicht mit Lorenzo, der ist vergeben hier. So, zur Arbeit gehen, mit Sandy plaudern und tanzen. Ja, Wixan. Hopp, auf geht's. Jawohl. Mein, irgendwann willst du auch befördert werden, oder? So, und wie sieht jetzt deine Arbeit? Das gibt's nicht, diese war nicht. Oh, Nibahana, Campini. Komm, Mädel, gib Gas. Gas, gib Gas, gib Gas. Da kannst du noch ein bisschen was essen und vielleicht doch noch ein bisschen dich mit Alexa anfreunden. Komm, so ein Block über eine Katze kann doch nicht so lang dauern. Hier als Ghost weiterhin. Und sie denkt an Alexa. Frag mich, ob was gut oder was schlecht ist. Aber sie unterhalten sich, immerhin. Gut, sie muss los. Dann wird das nichts mehr mit Anfreunden heute. Vielleicht machen wir das irgendwie mal anders hin. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen schneller, wenn jetzt alle außer Haus sind. Ja, Mann ist arbeiten, die Freundin in Anführungsstrichen ist auch nach Hause. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen flinker hier mit der freiberuflichen Arbeit. Wobei das Hacken natürlich, glaube ich, immer noch sinnvoller wäre. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, diesen Automaten, den machen wir auch mal weg. Das ist nur Spielerei. Es wäre vielleicht mal später was für einen Keller oder irgendwas, aber... ich glaube für hier drin nichts. Und das tun wir vielleicht auch mal weg. Einfach, dass wir uns mal hier ein bisschen hübscher doch einrichten. Na, wir sind jetzt bei ein paar 50 Folgen, glaube ich. Und haben also von der Einrichtung her noch nicht arg viel gemacht. Ist ein bisschen schade. So. Schneller, schneller, schneller. Komm, dein Hungerbalken geht runter, Madame. Gib Gas, gib Gas. Jetzt träumt sie wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also im Büro möchte ich die nicht haben, ganz ehrlich. Deswegen war es wahrscheinlich auch nur ein Pizzaboden. Auch wenn das gemein ist. Aber, naja. Arbeitet immerhin bis tief in die Nacht. Dann kriegt man es wieder nicht gewuppt, dass sie noch was essen kann, ne? So, Lorenzo, wie sieht deine Arbeitsleistung aus? Nach oben gehen. Ich glaube, das geht immer erst, wenn er dann da ist. Nach oben. Ist denn da, er hat ausgezeichnete Arbeit gemacht oder irgendwas. Da muss man da mal warten, bis er da ist. Okay, wie sieht es eigentlich mit den Bekannten aus? Lisa kennt sie. Enrico kennt sie. Max und Maya logischerweise und der anderen Sebastian auch. Gut, sollten wir dann, wie gesagt, mal schauen, dass wir dann eine Party geben, Party organisieren. Am nächsten Tag, da hat ja Lorenzo auch abends, nachts frei, können sie beide ausschlafen. Und dann denke ich mal, können sie mal so eine Party organisieren, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Komm, du hast fast geschafft. Fast geschafft. Manni sitzt dann hier in ihren Schlafsack. War das überhaupt mal angezogen heute? Oh. Na komm, na komm, na komm.
jetzt fühlt sich, obwohl, ja klar. Komm, die Arbeit, die kriegst du noch fertig. Jetzt kriegst du auch miese Laune. Oh Mann. Das kann nicht so schwer sein, einen Block für eine Katze zu schreiben. Na komm, na komm, na komm. Mit der haben wir es schon so ein bisschen hier, ich will nicht sagen in die Kacke gegriffen, aber sie hat ihre Eigenheiten, glaube ich. Ich meine, ist ja so eine Liebe und macht alles, aber ist, glaube ich, hier so am Arbeiten nicht gerade die schnellste. Hoffen wir mal, dass sie nicht so trötelt, wenn sie später mal ein Kind hat. Na komm. Schnarch, schnarch. Gibt's ja nicht. Merkt man mir an, dass ich ungeduldig bin. Jabin, Longichul. Ich sitze jetzt schon nur 6 Stunden an dieser beschissenen Arbeit. Also wenn sich das jetzt hier nicht lohnt mit ein paar hundert Simoleons, dann weiß ich auch nicht. Dauert ja länger wie es Hacken. Das gibt's nicht. Schneller, schneller, schneller. Hat auch fast ein Level dazu gewonnen. Ja, ist Wahnsinn, ey. Ich frage mich, was man so lange über eine Katze schreiben kann. Wobei Frauen da ja teilweise wirklich sehr, sehr poetisch sein können. So, 336, naja. Gut, dann kannst du mal... Hier, komm, ist mal jetzt ein Rührei. Und dann gehst du kaufen. Morgen kommt Party, morgen gibt's hier Fettgäste und sowas. Sollten wir vielleicht auch mal säubern, es kann vielleicht Lorenzo machen, wenn er kommt. Gucken wir dann mal. Jetzt will sie jemanden anrufen. Nachts um 2:30 will sie jemanden anrufen. Kalingo. Kannst du mal probieren, Missy. Ja gut, das können wir so lassen. Ist ja eh gleich fertig. Ich glaube, um 4 hat er Feierabend, oder? Lorenzo. Hat er Feierabend? Ja, um 4. Kommt er eine Stunde schon wieder. Ja nicht. Die hat jetzt ernsthaft 8-9 Stunden nur an diesem Block geschrieben. Aha. Ja, stimmt zu. Aha. Jetzt brauchst du wieder ewig, um das Ding zu essen. Gut, dass ich so ein geduldiger Mensch bin. Dieser. Ja, das muss man auch mal wegtun. Irgendwie, es passt auch nicht so ganz. Ist zwar alles so nett, aber naja gut. Das sind halt nette Gimmicks, sagen wir mal so. Das wäre was hier vielleicht für ein Kinderzimmer von dem Jungen oder irgendwas. Aber ja, komm. Und noch ein bisschen. Ham, ham, ham. Und dann, na, Auffall brauchen wir nicht. Das macht dann Schatzi, wenn er kommt, oder? Na klar. Na klar. So. Da ist er schon. Immerhin fast 700 Simoleons. Nicht schlecht. Dann kannst du mal das Zeug wegräumen hier, was er hat liegen lassen. Das war falsch. Jawohl.
So, das passt eigentlich alles. War eigentlich gut drauf. Er möchte auch jemanden anrufen. Wie war denn deine Arbeitsleistung? Okay, es geht nach oben. Das passt soweit. Okay. Dann kannst du noch ein bisschen säubern. Wie können wir denn das verbessern? Selbstreinigend, robust, automatischer Seifenspender. Ja. Gut, das passt soweit alles auch. So, schön sauber gemacht, ganz toll. Dann, jawolla, bitte schön schlafen. So, eingeschlafen, beide schlafen. Das ist süß. Das Ding schalten wir aus. Das stört nur. Der Deko kann man leider nichts machen. Die Lampe, automatische Lichter, alle Lichter. Sehr wohl, wo ist denn Wituni! Ja, dann hopp, dann geh. Wenn du gepieselt hast, kannst du dann auch duschen gehen. Dann kannst du einfach mal lecker Salat machen. Dann tust du ein bisschen was für deine Kochkünste. Ja, ja. Unwohl, schmutzig. Ja, dann sieht man dir gar nicht an. Jetzt nicht so sauber, ist voll klar. So, komm, geh trotzdem mal duschen. Und nach dem Duschen kannst du lecker Salat machen. Und wenn Lorenzo aufgestanden ist, gucken wir mal, wie es so geht. Die organisieren. Da kommt jemand. Max, nein, sorry. Die schlagen wir nachher zur Party ein. So, dann. Kochen. Gartensalat, Partygröße. So, Lorenzo, du hast dann Hunger, du kriegst dann gleich so einen lecker Salat, den Schatzi macht hier. Ich hoffe, ich war das jetzt nicht die Essigflasche. So, na, ganzen Essig verteilen, dass man den nicht so rausschmeckt. Das ist halt schade mit der Kamera, das ist immer irgendwie so, habe ich schon mal gesagt, ne? Ja, es, dass es nicht ganz frei bewegbar ist, gefällt mir nicht so ganz. Aber okay, es gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. So, Rest wandert in den Kühlschrank. Mal gucken, wie es eigentlich bei dem Inventar aussieht. Das haben wir auch neulich mal aufgeräumt alles. Gut, sie hat gar nicht drin. Perfekt. So. Gut, und so Lorenzo wird, denke ich mal, gleich aufstehen. Wird sich dann hier ein bisschen was zu essen genehmigen. Und dann werden wir hier in der nächsten Folge mal eine Hausparty organisieren. Mal ein paar Leute einladen. Gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen eine relativ gute Party zustande bekommen, so eine Goldparty vielleicht oder Silber zumindest. Denke ich, das sollten wir hinbekommen. Ja. Gut, sonst gibt es derzeit nichts zu sagen. Was auch. Wie gesagt, die Party machen wir demnächst. Dann schauen wir, dass wir die Sandy noch ein bisschen pushen. Und ich hätte ja schon Bock, hier irgendwann mal umzuziehen, also ganz ehrlich. Das ist einfach alles hier so. Ja, ihr wisst, was ich meine.
so klein und nicht wirklich Schmuck. Und ja, ich hätte schon gern ein bisschen was Eigenes. Mal schauen, dass wir dann vielleicht doch irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, ein bisschen mehr Simoleons haben, würde ich doch gern umziehen. Vielleicht, wenn Lorenzo befördert wird, dann kriegt er noch mal einen Zuschuss. Und ja, es gefällt mir einfach hier nicht so die Wohnung. Sagen wir mal so. Hätte ich gern doch was Eigenes. Werden wir auch demnächst angehen. Aber wie gesagt, das alles in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.